Vor kurzem habe ich ein Video gemacht über 6 Gedanken, die dich als Mensch wachsen lassen. Das waren zum Beispiel so Dinge wie ehrlich zu dir selbst sein, aber auch weniger über andere Menschen zu urteilen. Dieses Video ist sehr gut bei euch angekommen und ihr habt euch einen zweiten Teil gewünscht. Hier ist er also. Hier sind 6 weitere Einstellungen, die dich als Mensch wachsen lassen. Kurz vorab, solltest du das erste Video verpasst haben, findest du es hier oben verlinkt. Jetzt steigen wir aber direkt ein in die weiteren Einstellungen, die uns dabei helfen, als Menschen zu wachsen. Erstens, denke in Lösungen, nicht in Problemen. So oft bleiben wir in unserer Unzufriedenheit verharren. Wir jammern, wir klagen, wir beschweren uns und wir machen nichts. Denn was sollen wir schon machen? Die Dinge sind ja so, wie sie sind. Aber wenn du so denkst, wenn du auf diese Weise denkst, dann wirst du im Leben nicht weit kommen. Denn es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Möglichkeit. Wir müssen uns aber auf die Suche nach diesem Weg begeben. Deswegen versuch weniger Energie da rein zu investieren, darüber nachzudenken, wie schlimm die Dinge sind. Oder auch darüber zu reden und zu klagen und zu jammern. Und investiere mehr Energie in die Suche nach Lösungen. Das heißt nicht, dass dir sofort Lösungen einfallen müssen. Aber es geht einfach darum, dass du deine Energie an der richtigen Stelle einsetzt. Nämlich da, wo du etwas ändern und bewirken kannst. Da, wo du wieder aus diesem Zustand rauskommen kannst, mit dem du gerade unzufrieden bist. Bei der einen Seite, da verharrst du einfach nur, da bleibst du, da machst du es dir bequem in deinem Leid und in deiner Unzufriedenheit. Auf der anderen Seite, da kannst du etwas tun. Also denke in Lösungen und nicht immer nur in Problemen und Status quo und so ist es jetzt halt gerade. Das Thema ist übrigens so wichtig und liegt mir auch so im Herzen, dass ich dazu gerne eigentlich nochmal ein eigenes Video machen möchte. Wenn dich das interessiert, dann schreib es mir doch in die Kommentare oder gib mir einen Daumen nach oben, zeig mir an, dass du dieses Video haben möchtest. Zweitens, betrachte Fehler als Helfer. Wir alle haben ja Angst vor Fehlern. Das ist auch irgendwie verständlich, weil wir werden so erzogen. In der Schule wird mit dem roten Stift markiert, was wir alles falsch machen. Und das Resultat ist dann eben eine schlechtere Note. Es ist vielleicht Kritik oder auch Bestrafung von den Lehrern oder Eltern. Und deswegen gehen viele von uns durchs Leben immer mit dem Versuch, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und das ist eigentlich schade, denn Fehler helfen uns weiter. Fehler helfen uns, besser zu werden, dazuzulernen. Wir müssen allerdings auch aus ihnen lernen. Also ich weiß ja, das ist so ein bekanntes Saying, ja, Fehler sind eigentlich gut und wir wissen das irgendwie alle und trotzdem versuchen wir Fehler zu vermeiden, weil wir es nicht wirklich verinnerlichen, weil wir aber auch einen Punkt oft nicht wirklich verinnerlichen und das ist derjenige, dass wir natürlich daraus lernen müssen. Wirklich besser werden wir, indem wir uns unsere Fehler angucken, indem wir sie analysieren und indem wir ganz konkret immer überlegen, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was kann ich für meine Zukunft mitnehmen? Denn wenn wir einfach immer nur Fehler machen und uns nicht weiter damit beschäftigen, dann ist uns auch nicht geholfen, dann werden wir auch nicht bessere Menschen und dann kriegen wir die Dinge auch nicht besser auf die Reihe. Sondern es geht wirklich darum, unsere Angst vor Fehlern zu verlieren, zu lernen, zu wissen, dass wir sie machen dürfen, dass es okay ist, dass sie auch passieren werden, dass sie dazugehören. Und dass wir dann aber immer schauen, okay, diese Situation lief jetzt überhaupt nicht gut ab oder da habe ich riesen Mist gebaut, jetzt gucke ich mir das an, jetzt traue ich mich dahin zu schauen, was kann ich daraus mitnehmen, wie kann ich das in Zukunft verbessern? Und dadurch geschieht Weiterentwicklung. Drittens, agiere statt zu reagieren. Okay, das ist keine richtige Einstellung, aber lass mich dir erklären, wie ich das meine. Viel Unzufriedenheit rührt meiner Meinung nach daher, dass wir nur noch auf unsere Umwelt reagieren, statt selbst zu agieren, statt selbst aktiv zu werden. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch immer, man soll morgens auf gar keinen Fall als erstes seine E-Mails checken. Denn beim E-Mails checken macht man nichts anderes als zu reagieren. Man reagiert auf die anderen, man beantwortet die Fragen der anderen, man löscht die Brandherde, man beschwichtigt andere Personen, man reagiert, reagiert, reagiert und kommt überhaupt nicht dazu, seine eigene Arbeit zu machen, also selbst aktiv zu werden. Das ist erstmal nicht so schlimm, denn viele Arbeiten bestehen daraus. Und wenn das mal einen ganzen Tag so ist oder für eine gewisse Zeit so ist, ist es okay. Aber wenn wir diese Einstellung verinnerlichen, dass wir immer nur noch auf andere reagieren und selbst überhaupt nicht aktiv werden, dann haben wir ein Problem. Denn dann wirst du zu einem Spielball der anderen, zu einer Puppe am Faden, aber nicht mehr zum Akteur in deinem eigenen Leben. Viele Menschen erfahren das wahrscheinlich, wenn sie einfach ein fremdbestimmtes Leben führen, wenn sie eben immer nur auf die Wünsche und Anforderungen der anderen reagieren. Ihre Eltern reagieren, ihre Freunde, ihre Partner, ihre Kinder, was weiß ich nicht, wer da ursächlich ist. Aber sie reagieren nur noch auf die anderen, machen, was diese sich wünschen und von ihnen erwarten und
vergessen dabei, dass sie eigentlich die Puppenspieler in ihrem eigenen Leben sind. Wenn du zum Beispiel mit irgendeiner Situation gerade unzufrieden bist, dann schwöre ich dir, bringt es einen enormen Unterschied, sobald du aktiv wirst, sobald du etwas selbst versuchst, an dieser Situation zu ändern. Nicht mehr länger nur zu reagieren und hinzunehmen und irgendwie auf die anderen Menschen und Einflüsse in deinem Leben diese zu beantworten, sondern diese aktiv zu gestalten. Das macht den Unterschied. Mach dir also immer mal wieder klar, ich bin nicht die Puppe in meinem eigenen Leben. Ich bin der Puppenspieler. Viertens, wähle den Weg der goldenen Mitte. Das ist eine Einstellung, die extrem hilfreich sein kann, wann immer du unsicher bist, was du jetzt eigentlich denken oder glauben sollst. Ich sag dir ja oft, wir dürfen nicht alles so hinnehmen oder alle Gedanken hinnehmen, die wir in unserem Kopf haben, denn wir können jede Menge Mist denken. Aber was soll man dann glauben? Woran soll man sich halten? Ich sag dir vielleicht, du bist nicht so schlecht, wie du denkst. Also denkst du vielleicht in der Folge, okay, ich bin der Größte. Das bist du wahrscheinlich auch nicht. Am besten fährst du in der Regel wirklich mit der goldenen Mitte. Denn die Dinge sind nie so schwarz oder weiß, wie wir uns das vielleicht wünschen oder wie andere Menschen uns glauben machen wollen. Wenn dir also irgendjemand sagt, alle Frauen sind so oder alle Männer sind so, dann halt dich davon fern, denn das sind Extreme, die stimmen in der Regel einfach nicht. Genauso wie wenn dir jemand sagt, wenn du das und das tust, dann wirst du nie wieder krank. Das sind alles Extreme. Wenn du also unsicher bist, wem kann ich trauen? Woran kann ich mich orientieren? Welche Gedanken kann ich glauben? Woran kann ich mich festhalten? Dann versuch es wirklich mal mit dem Weg der goldenen Mitte. Es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist wahrscheinlich irgendwo in dem mittleren Bereich. Und damit wirst du in der Regel gut fahren. Fünftens, blicke über den Tellerrand hinaus. Wir neigen dazu, uns immer auf die offensichtlichen Optionen zu versteifen. Wir sagen, ich kann entweder A oder B machen und übersehen dabei, dass es 24 weitere Buchstaben gibt. Menschen mit hoher Kreativität, die können das meistens, dieses Outside-the-Box-Denken, dieses über den Tellerrand hinausschauen, etwas wirklich Neues, Innovatives erschaffen. Du musst natürlich nicht der nächste Steve Jobs werden, aber immer mal wieder lohnt es sich wirklich, einen Schritt zurückzumachen und diesen gedanklichen Rahmen zu erweitern. Wer zu mir kommt, weil er nicht weiß, was er beruflich machen soll oder was er mit seinem Leben anfangen soll, der bekommt von mir meistens als erstes zu hören, vergiss diese ganzen normalen Berufsbezeichnungen, Arzt und Anwalt und Lehrer und Maler und Apotheker. Vergiss das alles mal. Und dann sage ich meistens, wusstest du, dass es Menschen gibt, die als professionelle Meerjungfrauen arbeiten? Und allein dieser Hinweis führt oft dazu, dass wir wieder mehr Möglichkeiten sehen, dass wir wieder auf mehr Ideen kommen, dass wir diese festgefahrenen und verkrusteten Gedanken aufbrechen und einfach sehen, was es da noch gibt. Also trau dich ruhig mal, originellere Wege zu gehen und den Status quo zu hinterfragen. Sechstens, glaube an dich. Die Dinge klappen meistens nicht beim ersten Mal. Wenn du dich gleich verunsichern lässt und aufgibst, dann wirst du nicht weit kommen. Vieles ist es auch einfach wert, dass wir dafür kämpfen, dass wir dranbleiben, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass wir an uns und unsere Träume glauben. Das Leben besteht nicht nur aus Erfolgen. Viele Menschen, erfolgreiche Menschen, kommen dir vielleicht irgendwie makellos vor und ihre Karrieren kommen dir makellos vor. Aber glaub mir, sie sind es nicht. Sie sind auch 100.000 Mal hingefallen. Sie haben sich blamiert. Sie hatten Selbstzweifel. Sie sind gescheitert. Sie haben vielleicht schon häufig den Wunsch gehabt, alles hinzuwerfen. Vielleicht haben sie sogar schon 100.000 Mal alles hingeworfen. Aber sie sind wieder aufgestanden. Wenn du also einen Korb von deinem Schwarm bekommst, dann steh auf, richte deine Krone und glaub weiter an die Liebe. Denn nur so hast du die Chance, dass es beim nächsten oder übernächsten Mal klappt. Wenn du dich hingegen entmutigen lässt, dann wird es kein nächstes Mal geben. Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Henry Ford. Und wie haben dir diese Einstellung gefallen? War etwas dabei, mit dem du was anfangen kannst? War vielleicht etwas dabei, das du auch für dich und dein Leben übernehmen möchtest? Wenn ja, schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Lass mich wissen, wenn du andere Videowünsche hast. Abonnier meinen Kanal, wenn du es nicht schon längst getan hast, denn bei mir dreht sich alles um dein bestes und schönstes Leben.